Willkommen zurück zum Tutorial und Let's Play Age of Wonders 4. Mein Name ist Koex, wir befinden uns in der zweiten Folge, Leute, von dem Szenario Purpur Caldera auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich habe euch hier mal die Karte aufgemacht zur Übersicht. Ja, wir haben ja bereits zwei Städte. Wir sind jetzt kurz davor, hier auf der rechten Seite auch noch die dritte Stadt einzunehmen. Dann werden wir natürlich in dieser Folge alle drei Städte weiter aufbauen, uns weitere Ressourcen schnappen. Außerdem werden wir in dieser Folge uns um diese ganzen Plagen hier kümmern. Ja, haben wir aktuell drei Stück in unserem Gebiet. Die werden wir alle entfernen. Außerdem werden wir andere Armeen in unserem Gebiet außerdem entfernen. Gehen wir wieder ins Spiel. Und ich wollte einen weiteren Speer noch kreieren. Ja, hatten wir ja leider in der letzten Folge beide verloren. Und dann werde ich hier nochmal einen Ausreiter einstellen. Ich gehe nochmal kurz die Städte durch, aber wir haben ja alles eingestellt gehabt. Wie lange dauert noch die Belagerung? Ja, auch nur noch eine Runde. Dann gehen wir auch in die nächste Runde. So, Belagerung ist fertig. Ich gehe jetzt erstmal auf die anderen Dinge. Was haben wir an Gold? Ich glaube, wir werden erstmal keine weitere Einheit kreieren. Wir könnten allerdings diese Einheit nach unten ziehen. Ah, können wir auch später, wobei, nee, können wir schon mal ziehen zu diesem Monsterversteck, da werden wir ja als nächstes hingehen. Außerdem habt ihr gesehen, Leute, Bevölkerungszuwachs, wir können eine weitere Provinz annektieren. Schauen wir mal, was Sinn machen würde. Also, wir haben aktuell zwei Farmen, zwei Steinbrüche, eine Försterei. Was wollen wir als nächstes denn bauen? Kornspeicher wäre nicht schlecht, dann bräuchten wir eine zweite Försterei. Ah, dann werden wir, denke ich, auch das erstmal mitnehmen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch direkt die hier. Ja, dann kriegen wir gleichzeitig den Mana-Knoten. Den müssen wir dann nur noch befreien. Dann kriegen wir auch das Mana. Haben wir auf jeden Fall schon mal die Försterei. So, Speer ist fertig. Den ziehe ich jetzt wieder nach unten. Schauen wir mal, wie das Ganze im Süden aussieht. Genau, und dann können wir jetzt noch den Angriff führen. Wie stark ist der Gegner? Hat eine Kampfkraft von 466. Schauen wir mal. Hoffentlich verlieren wir nicht zu viele Einheiten. Ja, haben nur eine verloren, das ist vollkommen in Ordnung. Wir ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. So, Held ist aufgestiegen, der Bogenschütze. Da möchte ich natürlich Bogenschießen Rang 2 freischalten. Ich überlege allerdings, ob ich noch den erfahrenen Anführer vorher mitnehme. Gibt es nochmal extra Erfahrungspunkte für die Einheit, die er anführt, für die Armee. So, was ist mit dem Held, den wir besiegt haben? Schauen wir uns kurz an, was er hat. Okay, Magier-Einheit hat einen vernünftigen Stab und eine Robe. Vielleicht werden wir ja unseren dritten Helden zu einem Magier machen. Dann wäre das nützlich. Wir werden jetzt die Überreste für 120 Gold verkaufen und die Items einstecken. So, die nächste Forschung ist fertig. Was nehmen wir als nächstes? Gar nicht so wichtig, ne? Feurige Pfeile, versengende Klingen. Ist beides in Ordnung. Würde einmal Nahkämpfer oder eben Fernkämpfer verbessern. Ist jetzt aber nicht super entscheidend. So, wir haben natürlich das Imperium, Leute. Das heißt, wir werden es auch direkt investieren, um diese dritte Stadt jetzt zu übernehmen. Dauert 4 Runden. Und dann haben wir hier ein richtig cooles Dreieck eigentlich für den Anfang, ja. Städte sind nicht zu nah beieinander, aber auch nicht zu weit weg. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, dann werden wir unsere Einheiten auch gleich weiterziehen. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt um diese ganzen Plagen kümmern. Darum ziehe ich die da jetzt auch lang. Mana haben wir nicht, was wir noch groß ausgeben könnten. Alle Städte bauen ein Gebäude. Also gehen wir in die nächste Runde. So, versengende Klingen sind auch schon wieder fertig. Was nehmen wir als nächstes? Entweder entzünden oder unheilvollen Fluch, der Einheiten einfach nur einen negativen Statuseffekt gibt. Entzünden, macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, ist beides jetzt für das, was ich so vorhabe, nicht so wichtig. Wir wollen einfach irgendwas mitnehmen. Ihr könntet natürlich, aber wir haben kaum Mana, das Ganze auch mischen. Ich werde einfach den unheilvollen Fluch mitnehmen. So, Zaubererturm Stufe 1 für noch mehr Imperium pro Runde ist fertig. Dann wollte ich ja den Kornspeicher für noch mehr Nahrung mitnehmen, dass sich das Ganze, dass die Bevölkerung noch schneller wächst. Was brauchen wir für die Steinmetzhalle? Die wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Da bräuchten wir eine dritte Farm. Können wir aber erstmal nicht bauen. Nehmen wir erstmal einen Kornspeicher mit. Verstärkt, dass wir Ressourcen sparen.
Dann ziehe ich die Einheit dahin, die darüber und dann können wir hier auch direkt angreifen, denke ich, noch in dieser Runde. Wir haben leider drei Einheiten verloren. Ja, wir haben leider gerade so das Problem, dass wir zwar viele Einheiten haben, aber viele haben eben wenig Gesundheit. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Kriegen jetzt allerdings eine Menge. Durch die Reichsverbesserung aus der letzten Folge, Leute, ihr könnt euch hoffentlich daran erinnern, kriegen wir jetzt pro Lage, die wir besiegen, kriegen wir eben eine weitere Einheit. Ja? Wir haben hier eine Menge Nahrung und Produktion bekommen. Wir kriegen einen weiteren Helm für unsere Helden. Und Horn des Überflusses, alle Einheiten in der Armee heilen plus 5 Trefferpunkte pro Runde auf der Weltkarte. Das ist sehr, sehr cool, Leute. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Gehen wir mal in die Heldenansicht. Geben unserem Nahkämpfer auch diesen Helm. Was hat er hier für Optionen? Ne, Robe des Heraufbeschwörers wäre nicht besser. Aber er kann hier den Horn, ne, das Horn des Überflusses, wie gesagt, mitnehmen. Haben wir hier noch eine andere Option? Ne. Dann hat er aber auch noch einen weiteren Fertigkeitspunkt, den wir vergeben können. Da überlege ich gerade. Wache finde ich eigentlich immer ganz gut. Für Nahkämpfer. Ne, kriegt Erschlag und 20% mehr Schaden durch Gegenschlagen und Gelegenheitsangriffe. Gelegenheitsangriffe sind übrigens, wenn eine Einheit auf dem Schlachtfeld, ne, direkt an euch, an eure Einheit dran ist und sie versucht wegzulaufen, ne, dann gibt es eben diesen Gelegenheitsangriff von unserer Einheit. Passiert eben auch ab und zu. So, dann ziehen wir unseren Speer ruhig ein bisschen weiter nach Süden. Sind aber vorsichtig. Sehen hier auch nochmal einen Untergrunddurchgang. Ich denke, hier durchziehen werde ich ihn jetzt nicht. Das würde ich zwar gerne, um die Karte weiter aufzudecken. Allerdings ist mir das zu gefährlich. Bevor wir nicht diese Stadt, also Finsterwacht, eingenommen haben. Gehen wir hier mal in den Untergrund mit dem Speer. So, dann haben wir immerhin noch 8 Einheiten. So, wo gehen wir als nächstes hin? Am besten natürlich zum nächsten Plagenhort. Vielleicht doch nochmal eine weitere Einheit ausbilden. Ein Nachtwächter für 100 Gold. Haben wir Mana über? Nein, haben wir nicht. Dann gehen wir in die nächste Runde. So, Reichsweiterentwicklung, was haben wir freigeschaltet? Hier unten, Flüstersteine brauchen wir ja keine in diesem Szenario. Das ist auch Schwachsinn. Aber was ist das hier? Großstadtgesellschaft. Das ist sehr, sehr mächtig. Gerade jetzt in unserem Szenario, wo wir diese drei Städte recht nah beieinander haben, Leute. Städte, die eine gemeinsame Grenze mit der Thronstadt haben, erhalten einen Bonus von 10% auf alle Einnahmen, auf alle Ressourcen, Leute. Das ist sehr, sehr stark für nur 100 Imperium. Das haben wir auch über. Schauen wir mal, ob wir das Ganze schon haben. Ihr könnt das hier sehen, ne? Auch, dass eben diese zwei Städte verbunden sind. Diese Stadt ist nicht verbunden. Also hier würde noch eine Provinz zwischen sein, die wir erstmal einnehmen müssen. Aber auf jeden Fall, diese Orakelburg ist mit unserer Thronstadt, mit unserer Hauptstadt verbunden. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, anhand der Zahlen. Ja, wir haben 66 Nahrung aktuell an Einnahmen. Bei der Ressource und bei der Produktion 50. Ja, ihr könnt euch ja auch die anderen anschauen, aber ich gucke jetzt nur mal auf die zwei. Wenn wir jetzt mal diese Reichsentwicklung nehmen, Großstadtgesellschaft plus 10%. Zack. Was haben wir jetzt? Ja, jetzt seht ihr, Leute, jetzt haben wir 74 Nahrung und eben 55 Produktion. Also hier waren es genau 10%. Hier ist sogar mehr als 10% dazugekommen. Wahrscheinlich durch weitere Multiplikatoren, durch andere Sachen noch, ja. Hat sich das nochmal verstärkt. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass wir unter Multiplikatoren Großstadtgesellschaft jetzt haben, nochmal diese 10%, die ja später auch noch ansteigen können, die dazukommen. Ja, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, Leute, dass wir jetzt auch noch diese dritte Stadt anschließen, demnächst an die Thronstadt. Und wenn wir jetzt schlau sind, gehen wir vielleicht sogar mit der Thronstadt, mit den Provinzen, ein bisschen weiter in den Süden. Und wenn wir dann vielleicht in der nächsten, übernächsten Folge die Finsterwacht einnehmen, können wir die vielleicht auch nochmal miteinander verbinden. Ja, dann hätten drei Städte hätten plus 10% Einnahmen auf alle Ressourcen, die sie produzieren, was, ja, was auf jeden Fall sehr, sehr mächtig ist. So, wie sieht das Ganze aus? Ich wollte ja, wir können den Zauber schon mal vorbereiten. Erweckte Werkzeuge wollte ich ja nochmal nutzen. Genau, machen wir das, dass wir den schon mal vorbereiten. Wir haben zwar kaum noch Mana, aber ne, wenn diese Stadt gleich uns gehört, dass wir direkt die Produktion mitnehmen können. Haben wir hier, Kornspeicher ist fertig. Das wollten wir hier als nächstes. Wir könnten ein bisschen auf ein bisschen mehr Mana gehen. Steinmetalle wäre eigentlich am besten. Da hätte ich aber vorher gern
dritte Farm, um das Ganze zu verstärken. Da würden wir nämlich einiges einsparen. Und wir haben ja auch schon eine Menge Produktion in der Stadt. Also ist ja jetzt nicht so, dass die Gebäude da ewig brauchen. Ansonsten würde ich erstmal jetzt auf mehr Mana und vielleicht nochmal mehr Nahrung gehen. Aber hier könnten wir auch die dritte Försterei nehmen, ja, um die Kosten zu reduzieren. Mehr Einberufung möchte ich aktuell nicht, brauchen wir nicht. Gehen wir auf mehr Wissen, auch immer sehr gut. Und auf mehr Mana, können wir auch direkt einreihen. Verzögern wir das andere so ein bisschen. So, was haben wir in Orakelburg? Haben wir Gold dafür überhaupt? Ja, haben wir. In einer Runde kriegen wir auch eine weitere Provinz. Hier haben wir halt leider im Moment weder Farm noch Förstereien. Von der ist gar nichts verbessert, gar nichts verstärkt und würde auch lange dauern, bis wir das zusammenbekommen. Und dann müssen wir hier damit leben, dass wir ja die vollen Kosten hier und da zahlen müssen. Das heißt, ich nehme auch für mehr Bevölkerungswachstum wahrscheinlich jetzt den Kornspeicher erstmal mit. Dauert 4 Runden. So, die Einheiten jetzt Richtung Lage ziehen. Genau, dann wollten wir hier mit dem Speer in den Untergrund gehen. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Hier haben wir eine Goldader unter anderem. Können wir da vorbeilaufen? Sieht so aus. Hier oben ist vielleicht nichts mehr, aber vielleicht hier unten nochmal. Gehen wir da noch dann hin. Gehen nochmal kurz die Städte durch. Sieht aber ganz gut aus. So, erweckte Werkzeuge ist bereit, können wir aber natürlich noch nicht nutzen. Ja, ist aber die ganze Zeit bereit, Leute. Müssen wir dann eben nur einsetzen, wenn die Stadt fertig ist. So, gehen wir in den Untergrund. Was haben wir hier noch? Einfach nur Mana-Knoten. Tja, das ist wieder so ein bisschen unbefriedigend. Aber Leute, ich wollte euch das ja eh in diesem Szenario mal zeigen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Wir haben auch das Imperium dafür. Wir gehen in die Reisentwicklung und ich wollte euch das ja mal zeigen. Und zwar die Verbesserung Erdabtragung, ja. Für 75 Imperium nehme ich jetzt mal mit. Dann können wir Folgendes machen. Wir klicken auf die Einheit und dann haben wir hier eigentlich ein extra Symbol. Wahrscheinlich wird das erst in der nächsten Runde freigeschaltet. Schauen wir uns das in der nächsten Runde nochmal an. Hier haben wir jetzt eine Einheit produziert. Hätten wir nochmal Gold für eine weitere, dann nehmen wir hier nochmal eine Pyromantin mit. Schicken die nach unten. Na, vielleicht hätten wir die noch nicht so weit ziehen sollen. Jetzt kämpfen die natürlich gleich alleine, sollten die angreifen, wovon ich ausgehe. Aber wir sind eh überlegen, das sollte trotzdem passen. War nicht optimal dazu. Gehen wir in die nächste Runde. Na, aber die scheinen erstmal noch nicht anzugreifen, oder? Doch. Ja. Wir haben keine Einheit verloren, von der alles gut. Silberzungenfrucht haben wir jetzt erhalten. Warum? Achso, weil wir die dritte Stadt haben. Ja, die gehört jetzt auch uns. Aber wir hatten eh schon Silberzungenfrucht. Nicht so wertvoll, was wir da jetzt bekommen haben. Unser Bogenschütze ist wieder aufgestiegen. Können wir bereits Bogenschießen Rang 2 nehmen? Nein. Müssen erst irgendwas anderes mitnehmen. Nehme ich Schwäche ausmerzen mit. Ja, wenn das Ziel geschwächt ist, machen wir 20% mehr Schaden. Ja, das heißt, es braucht einen bestimmten negativen Statuseffekt. So, jetzt können wir natürlich einen weiteren Helden bekommen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben die Robe bekommen an Items. Darum nehmen wir jetzt ruhig einen Magier mit. Stufe 3. Was hat er? Postkugel, also nur so Standard-Items, nichts Besonderes, aber wir nehmen ihn auf. Dann können wir den auch direkt ausrüsten. Mit der Robe des Heraufbeschwörers, ne, Magieangriffe verursachen plus 20% Schaden. Haben wir noch irgendwas anderes? Ach ja, wir hatten ja diesen Stab, den ich auch besser finde. Schauen wir uns das im Vergleich mal an. Macht auf jeden Fall ein bisschen, oder doppelt so viel Schaden. Und wir haben ja noch die Basischance von 90% auf Zufügen von Blenden. Was bedeutet Blenden? Dass die Treffersicherheit runtergeht, ja? Von Magieangriffen und Fernkampfangriffen. Und es gibt keine Gegenschläge mehr. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht auch ein bisschen cooler aus, wie ich finde. So, haben wir noch andere Items, die wir hier irgendwie einsetzen könnten? Nee, ne? Haben wir ja alles aufgebraucht. Den Magier können wir auch direkt runterschicken.
Dann ziehen wir die lieber zusammen. So, weitere Forschung ist fertig. Ein weiteres Buch können wir auswählen, Leute. Ein weiteres Buch. Da haben wir, wie gesagt, auch wieder Option Lustbarkeiten. Ist auch nicht so schlecht, Leute. Aber ich wollte eigentlich auf ein anderes Buch jetzt erstmal hinaus. Buch des Chaos, das wäre auch gut für uns. Ich finde allerdings Buch der Kunstgriffe besser. Für noch mehr Verzauberung, ja. Eisengolem finde ich da super. Und vor allem auch Handwerkerwaffen. Das heißt, unsere Einheiten bekommen plus 30% Chance auf kritische Treffer. Und wir haben so ein paar Verbesserungen für Belagerung, die ja in diesem Szenario auch nicht so unwichtig sind. Was kriegen wir noch? Die Golemmine finde ich jetzt nicht so super interessant. Und eben die Helden können diese Fähigkeit Golem-Assistent Stufe 1 bekommen. Dafür nehme ich das jetzt nicht mit, aber eher für die Einheitenverzauberung und für die Belagerung. So, was wollen wir am Anfang nehmen? Dann nehme ich auch zuerst die Handwerkerwaffen, würde ich sagen. Ja, plus 30% Chance auf kritische Treffer finde ich sehr gut. Dann überlege ich auch gerade, ob wir das, wie viel Mana haben wir denn? Wir werden das jetzt erstmal einsetzen hier. Erweckte Werkzeuge, Leute, auf unsere dritte Stadt. Machen wir erstmal das. Dann haben wir plus 20 Produktion. Ja, die Stadt gehört jetzt auch uns. Wir haben kaum Gold jetzt aktuell mit diesen drei Städten. Von der müssen wir uns jetzt gut überlegen, wie wir vorgehen. Ich würde sagen, in dieser Stadt werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir Rathaus Stufe 2 auf jeden Fall haben. Haben wir, ne? Damit eben die wirtschaftlichen Negativeffekte der instabilen Stadtstabilität keinen Einfluss spielen. Sehr wichtig, dass man das checkt. Und dann gehen wir jetzt einfach nur auf die billigen Gebäude, sage ich mal, die uns aber Gold und Wissen bringen. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ah, wir haben jetzt nicht so viel. So, wir haben auch gleich unseren Magierhelden hier einsetzen als Statthalter. Und wir haben eine weitere Provinz in unserer Hauptstadt. So, was wollte ich da jetzt mitnehmen? Wir wollten doch irgendwas verstärken. Entweder die Steinmetzhalle mit einer dritten Farm. Wäre eigentlich so am besten. Oder die Gutshalle mit einer dritten Försterei. Hier könnten wir beides hinbauen und wir würden weiter nach unten gehen. Oder wir gehen nach links. Aber ich wollte ja nach unten gehen, sodass wir gegebenenfalls dann diese Stadt später berühren. Die anscheinend gerade belagert wird, wenn ich es richtig sehe. Ja, können wir jetzt frei entscheiden. Was nehmen wir? Farm oder Försterei? Links war mir ja wichtiger, Steinmetzhalle. Dann nehmen wir die Farm, würde ich sagen. Dass die verstärkt ist dann, also das Gebäude danach, die Steinmetzhalle. Mehr können wir nicht machen, gehen wir in die nächste Runde. Ja, wir haben jetzt auch ein besseres Mana-Einkommen, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall. Was haben wir hier freigeschaltet? Erhalte plus 3 Gold pro Einheitenstufe der im Kampf getöteten Gegner. Ja, Leute, ne? Wir sind Räuber. Das passt auf jeden Fall. Kriegen wir nochmal extra Gold jedes Mal, wenn wir eine Schlacht führen und diese gewinnen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist eigentlich mit unserem Speer, frage ich mich auch gerade. So, Steinmetzhalle hatten wir ja verstärkt, darum werden wir die jetzt auch benutzen oder herstellen. So, hier ist ja der Speer. Genau, ne, jetzt seht ihr hier dieses Symbol, Leute, das haben jetzt, ich glaube, alle oder fast alle Einheiten bekommen das. Diese Option, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr in der Nähe seid und dann könnt ihr hier diese Symbole sehen. Dann könnt ihr das abtragen, ja, das dauert dann, ich glaube, meistens oder immer eine Runde. Und dann, ja, kann sich hier ein kriegen wir hier einen Zugang und dann finden wir vielleicht weitere Schätze. So. Besiegen wir das Banditenlager. Auch ohne Verluste. Kriegen wieder eine Menge Items und eine Menge Produktion. Stufe 2 Nachtwächter ist auch super. Und zwei Items für unsere Helden. Schauen wir uns das Ganze ruhig gleich mal an. Unserem Herrscher geben wir ruhig gleich diese Stiefel, weil er eben auch ein Nahkämpfer ist und ne, dass er eben nicht bewegungsunfähig gemacht werden kann von irgendwelchen anderen Einheiten auf dem Schlachtfeld. Ist das auf jeden Fall sehr stark. Was haben wir noch bekommen? Ein Ring, ne? Ring der Ausdauer. Allerdings jetzt auch nicht super stark, wie ich finde. Von der
Lass ich das so? Haben wir noch was bekommen? Nein. So, wo ist unser anderer Held? Dann geben wir vielleicht der Magierin einfach den Ring der Ausdauer. Dass wir das auf jeden Fall nutzen. Kornspeicher ist fertig. Ja, wir haben aber trotzdem kaum Gold. Gut, wir haben jetzt hier aber die Produktion verstärkt bekommen. Dann nehmen wir doch ein paar billige Gebäude, oder? Oder den Steinmetz in 2 Runden, aber der kostet 100 Gold. Nehmen wir die Experimentierkammer für mehr Wissen und Gold. Was kann man noch kriegen? Nicht viel. Nehmen wir noch den Schrein mit für ein bisschen mehr Mana. Ja, wir haben leider gerade ein kleines Goldproblem. Mit diesen Einheiten, was haben wir hier eigentlich nochmal gehabt? Wissen. Können wir uns auch ein bisschen später holen auf dem Rückweg. Gehen wir jetzt zu diesen Plagen. So, Pyromantin ist auch fertig. Ziehen wir dann auch direkt hier hin. Ich gehe nochmal in die Stadtübersicht, ob überall auf jeden Fall ein Gebäude erstellt wird. Einheiten, wir haben wie gesagt im Moment leider kein Gold. Dann können wir dementsprechend auch nicht mehr machen. Wir könnten höchstens schauen wegen ein paar Einheitenverzauberungen, die uns nochmal verstärken. Ja, vor allem, dass ja für 30% mehr kritische Trefferchance ist, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir uns das leisten können. Schaue ich mir auch direkt mal an. Wo ist das Ganze? Hatten wir das noch nicht? Ach, das wird noch erforscht, ne? Das wird noch erforscht. Weil ich wundere mich gerade. Genau, das wird noch erforscht. Dann müssen wir da natürlich noch warten. So, Experimentierkammer ist hier auch fertig. Ja, kostet alles so viel Gold, ne? Und ist auch nicht verstärkt. Dann werden wir jetzt, denke ich, hier jetzt mal 1-2 Runden nur Handelswaren produzieren. Na, jetzt seht ihr, Leute, jetzt haben wir hier einen Durchgang geschaffen. Und haben hier eine feindlich gesinnte Armee. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ich will den Speer eigentlich nicht wieder verlieren. Ihr müsst natürlich aufpassen mit solchen Durchgängen, ja, die ihr schafft. Weil ihr natürlich auch den Gegnern natürlich dann einen Weg aufzeigt, ja. Und dass sie vielleicht durch den Untergrund euch auch angreifen können oder so, ja. Also es sollte man sich immer gut überlegen. Ja, die kommen uns jetzt auch hinterher. Was haben wir hier? Stab der Blüten, ungeschmiedet, Fokuskristalle erhalten. Julma, die Sternengießerin, tritt mit feierlichen Entschlossenheit an dich ran. Dunkler Herr, werdet ihr mir helfen, den Fokuskristallen zu finden, um die Waffe meiner Vorväter umzuschmieden. Das ist ja unsere Heldin. Der eine von denen. Kriegen auf jeden Fall einen Gegenstand dann. Und einen Geheimbonus. Okay. Ja, ihr seht jetzt auch mal so einen Auftrag hier auf der linken Seite, ne? Wir haben nur 25 Runden dafür Zeit. Bis dahin muss das abgeschlossen sein. Wir müssen wohl diese Gegner hier besiegen. Wo sind denn die gerade? Okay, wir sind mit unserer Armee weit weg, aber werden wir natürlich noch hinbekommen. Werden wir im Auge behalten. So, ich ziehe jetzt erstmal den Speer weg, dass wir den nicht wieder verlieren. Oh, verdammt. Und es läuft dann natürlich hier direkt in diese Mini-Armee von Carissa und kommt er noch weg? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir den Speer doch wieder verlieren. Da habe ich nicht drauf geachtet, was an der Oberfläche ist. Das ist ja blöd. Okay, das ist das, was hier passiert ist, Leute. Finsterwacht war eigentlich eine freie Stadt, wurde jetzt aber erobert von Carissa und sind jetzt die Vasallen von Carissa. Die hat die Stadt nicht selber übernommen. So, jetzt haben wir hier diese Handwerkerwaffen dann doch für die 30% erhöhte kritische Trefferchance. Ist jetzt fertig, dann werden wir das auch direkt zaubern. So, was werden wir als nächstes erforschen? Was ist das? Handwerkerfestung. Die Stadt erhält plus 20 Befestigungszustand. Das ist nur für die Defensive. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ich mal davon aus, hier machen unsere Einheiten mehr Belagerungsschaden. Finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Nehmen wir die feurigen Pfeile mit. Schrein ist fertig. Ich hoffe, Carissa greift jetzt nicht an, wenn wir da oben noch beschäftigt sind. Das wäre ein blödes Timing. So, wir haben wieder ein bisschen Gold. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, 2 Farben werden wir endlich kriegen. Ich werde jetzt hier den Steinmetz bauen, auch wenn er nicht verstärkt ist.
So. Wie sieht es in der Stadtübersicht aus? Das ist alles plausibel, so habe ich das eingestellt. Gehen wir eine Runde weiter. Ah. Naja. Dann ist der Speer leider wieder weg. Ah, ich hoffe, sie greift jetzt nicht an, aber es sieht so aus, als würde sie angreifen wollen. Können wir irgendwas machen auf die Schnelle? Ich meine, sie wird es belagern müssen. Okay, jetzt werden wir angegriffen von... Achso, von denen. Ja, das ist nicht schlimm. Das wollten wir ja eh. Dann greifen die auch nochmal an. Ist okay. Dann können wir jetzt in der Runde, dann machen wir das auch gleich zu Ende, die auch komplett platt machen hier. Haben auch keine Einheit verloren, haben nochmal eine dazu bekommen, haben den Ring des Entkommens bekommen. Was macht der? Wenn die Trefferpunkte einer Einheit auf 0 gehen, wird sie um 3 Felder versetzt und halt 15 Trefferpunkte. Ist gar nicht so schlecht. Und wir kriegen wieder diesen Sturmgeist. Leider nur Stufe 1. Dann werden wir unserem Herrscher mal diesen Ring geben. Hat auch einen Stufenaufstieg bekommen. Wir haben jetzt auch Spezialfertigkeit wieder freigeschaltet. Oben bei Stufe 5, Leute. Ich nehme jetzt hier erstmal Kampfkunst Expertise mit für mehr Nahkampfschaden. Und was können wir hier mitnehmen? Da ein Nahkämpfer ist, mag ich ja eigentlich immer gnadenlosen Zorn zu nehmen. Ich überlege gerade nochmal, ob nicht noch was anderes interessant wäre. Wiederherstellung vielleicht, halt die verbündete Zieleinheit um 40 Trefferpunkte und entfernt negative Statuseffekte. Und würde eine tote verbündete Zieleinheit sogar zum Leben erwecken. Das ist auch interessant, aber ich nehme wieder den gnadenlosen Zorn mit, Leute. Finde ich für den Nahkämpfer einfach immer unglaublich stark. So, was haben wir hier noch? Befreien wir das? Es wird uns Einberufung geben und vielleicht ein weiteres Item, einen weiteren Gegenstand, Ausrüstung für einen Helden. Was haben wir hier? Regenbogenklee. Brauchen wir nicht unbedingt. Könnten wir aber einen Außenposten bauen. Könnten wir sowieso jetzt schon anfangen. Dafür gehen wir mal in die Reisverbesserung, Leute. Da haben wir doch irgendwas gehabt. Überleg gerade wo. Genau hier, militärisches Ingenieurswesen. Ja, da kostet der Bau 50% weniger. Dauert auch nur dann eine Runde. Und wir haben direkt eine Palisade mit aufgebaut. Wenn wir das erstmal vorher auswählen, dann... Ja, doch noch. Doch, jetzt ist es reduziert. Und hier hatten wir ja nur die Überreste. Mehr gibt es ja hier nicht, ne? Also eine Stadt gründen lohnt sich hier nicht. Ich gehe nochmal kurz in die Wirtschaftsübersicht. Aber wir haben hier eigentlich nur diese Farmen, die wir bauen können, ein bisschen was anderes. Also hier sind keine wichtigen Ressourcen mehr. Darum würde ich sagen, bauen wir das Ganze ruhig auf. Ja, Außenposten kostet dann im Unterhalt 10 Gold. Dafür kriegen wir eben Regenbogenklee mit 5 Imperium. Ja, müsst ihr entscheiden, Leute, was euch wichtiger ist, was ihr dann gerade braucht. 10 Gold gegen 5 Imperium halt, das ist der Tausch. Jetzt überlege ich, oder nee, wir müssen die ja jetzt eh besiegen. Machen wir in der nächsten Runde, so wie es aussieht. Wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Kriegen jetzt die Handwerkerwaffen. Wir werden also jetzt nochmal ein bisschen stärker werden. Der Held ist aufgestiegen, das ist unser Bogenschütze. Jetzt kriegen wir einiges. Stufe 4, Bogenschießen Rang 2 nehme ich erstmal mit. Mehr Schaden und mehr Treffersicherheit. Welcher Held? Ach, der ist jetzt auch noch aufgestiegen. Auch Stufe 4. Das ist unser Magier. Also nehmen wir erstmal Magiergeschick Stufe 2. So, Hauptstadt. Was machen wir in der Hauptstadt? Rathaus Stufe 3 wäre auch nicht so schlecht. Dann könnten wir bald den Dunkelritter erstellen. Zaubererturm Stufe 2 finde ich auch nicht schlecht für mehr Imperium. Aber ich denke, wenn, würde ich das Rathaus bevorzugen. Aber um das zu verstärken, ne, braucht man erstmal eine Bevölkerung von 10. Gutshalle würde uns mehr Nahrung bringen. Da brauchen wir die dritte Försterei. Dann würde ich sagen, investieren wir das bisschen Imperium und gucken mal, ob wir eine Försterei irgendwo hinbekommen. Hier könnten wir eine hinbekommen. Warum eigentlich nicht hier unten?
Wahrscheinlich wegen den Einheiten, die das Ganze irgendwie so ein bisschen blockieren. Wollen wir das Ganze hier zumachen? Weil dann würde nur unsere Hauptstadt dahin kommen, aber das ist okay, ne? Wir wollen eh nicht weiter in die Richtung. Dann könnte diese Stadt weiter nach in den Süden vielleicht noch expandieren und ein bisschen nach rechts. Oder wir nehmen die Farm mit. Welchen Vorteil hätten wir da? Gibt es da noch irgendein Gebäude, was wir verstärken würden? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier, die dritte Farm. Ne, wir haben ja schon drei Farmen. Von der wäre das Schwachsinn. Ne, wir brauchen, wenn wirklich, die dritte Försterei. Würde ich sagen, dann bauen wir die auch hier. Dann haben wir die Gutshalle, die Ressourcen dafür reduziert. Und dann, weiß nicht, bauen wir jetzt hier vielleicht doch nochmal einen weiteren Krieger zumindest. Als Verteidigungsmaßnahme. Wir haben übrigens hier ein paar extra Kreaturen schon freigeschaltet, sehe ich gerade. Aber wir wollen etwas, was in einer Runde fertig wird. Nehmen wir den Dunkelkrieger. Gehe ich nochmal in die Stadtübersicht. In Russfall wollte ich bestimmt noch was anderes bauen. Dann nehmen wir uns hier den Kornspeicher mit, ja, dass die Bevölkerung schneller wächst. Wie lange dauert das hier noch? 6 Runden. Und ja, Leute, dann hoffen wir mal, dass Carissa jetzt noch nicht angreifen kann. Ja, wir können jetzt unsere... Ja, okay. Oh, sehr gut, dass sie hier erstmal andere Einheiten besiegt. Da habe ich nichts gegen. Vielleicht können wir hier auch mal eine Einheit erstellen, Dunkelkrieger. Das Gute ist, sie muss die ganzen Städte ja erstmal belagern. Das heißt, es dauert Minimum 2 Runden, bis sie reinkommt. Aber unsere Einheiten sind halt leider gerade hier so, ja, auf der Seite. Dann machen wir das erstmal frei. Leider die Spinne verloren. Tja, nehmen wir jetzt die Einberufung und den Gegenstand noch mit. Oder gehen wir sofort in die Verteidigung. Ja, bevor wir da später nochmal hinlaufen, Leute, werden wir... Wir sind ja nicht so starke Einheiten. Dann nehmen wir einfach diese Heldin, gehen mit der dahin und werden unseren Herrscher und einen weiteren Stufe 4 Helden erstmal nach unten ziehen. Genau. So, Folgepfeile sind auch fertig. Ja, hier haben wir eigentlich nur blöde Sachen. Haben wir ein bisschen Mana, mischen wir mal. Was kriegen wir hier noch? Eisengolem nehme ich jetzt mal mit, dass wir das erforschen. So, Regenbogenklee haben wir, wie gesagt, erhalten. Durch den Außenposten, der jetzt fertig ist. So, was haben wir hier freigeschaltet? Die Gruftlinge brauchen wir gar nicht. Wir könnten hier Todesmagie mitnehmen, dass wir noch mehr Kampfzauberpunkte haben. Brauchen wir aber nicht unbedingt, da die KI das Ganze ja im Moment eh steuert. So, wie sieht es jetzt hier aus mit dem Außenposten, Leute? Er ist fertig, wir haben das, ne, Regenbogenklee mitgenommen. Es würde jetzt, glaube ich, keinen Sinn machen, hier noch irgendwas mit dem Arbeiterlager, irgendeine Provinz mitzunehmen. Von daher, ja, lassen wir das Ganze. Und ihr seht, Leute, ne, wir zahlen halt für den Außenposten immer 10 Gold pro Runde. Dafür kriegen wir in dem Fall 5 Imperium. So, du bleibst in der Verteidigung. Können wir noch irgendwas verzaubern, was uns jetzt direkt weiterhilft? Ja, spaltende Klingen finde ich gar nicht so schlecht. Wenn auch einige von profitieren. Dann nehmen wir das Ganze auch mit. Gehen in die nächste Runde. So, sie hat ihre Truppen gar nicht gezogen. Was hat sie überhaupt gemacht? Lief nicht viel. So, Zauber ist fertig. Wir verzaubern unsere Armee und werden dadurch natürlich nochmal stärker. Was haben wir noch an Mana? Immer noch plus 43. Gucke ich gerade mal. Vielleicht unsere Einheiten mit den Pfeilen nochmal verbessern. Oder hier auch noch versengende Klingen auch noch mit draufpacken. Brandmal des Zorns würde kaum jemand von profitieren. Von der, wenn versengende Klingen obendrauf. Können wir auch noch mitnehmen. So, Gutshalle ist fertig in unserer Hauptstadt.
Dann nehmen wir als nächstes mit das Arcane-Institut für mehr Wissen, weil es verstärkt ist. Und dann haben wir eigentlich keine guten Optionen mehr. Ja, uns geht auch langsam wieder das Gold aus, weil wir 400 eben brauchen für Rathaus Stufe 3. Das will ich eigentlich gerne mitnehmen. Dann müssen wir erstmal warten. Ja, wir werden wahrscheinlich ein, zwei Einheiten verlieren, dadurch, dass sie kaum noch, ja, drei sogar. Das ist sehr schade. Aber ich lasse das Ganze mal so und spiele es nicht erneut. Und ja, dann ziehen wir unsere Einheiten zurück. Könnten vielleicht hier auch jetzt uns das nächste oder das erste alte Wunder schnappen bald. Weil es auch sehr nah an der Hauptstadt ist, dann können wir es auch schon bald einnehmen. So, Bogenschütze ist aufgestiegen. Auch dem werde ich... Ne, Wache macht hier keinen Sinn beim Bogenschützen. Ich überlege, ob ich ihm hier noch ein paar Sachen gebe. Oder ein bisschen mehr Verteidigung. Nehmen wir erstmal ein bisschen mehr Verteidigung mit. Und eben die Spezialfertigkeit. Hier nehme ich gerne bei den Bogenschützen am Anfang Tier beschwören. Dann kriegen wir eine Stufe 3 Einheit. Ist auch immer sehr stark. Und ja, was macht denn jetzt Carissa? Greift sie jetzt an oder sie plündert ja erstmal unsere Sachen? Sie hat 400, 450, 750, ja, etwas über 1000 an Kampfkraft hier unten. Wir müssen uns natürlich behaupten. Das heißt, ich ziehe jetzt auch alle Einheiten nach unten, dass wir sie besiegen können oder vertreiben. Eins von beiden. Haben wir das Gold, dann brauchen wir auch ein paar extra Einheiten jetzt, um uns hier vernünftig zu verteidigen. Ich werde das Ganze auch gleich mal einstellen. Hier dauert es nur eine Runde. Das ist natürlich super. Genau, dann warten wir hier erstmal noch. Mit der Einheit, die bleibt da erstmal alleine. So, greift sie echt an. Ja gut, sie ist selber Stufe 13. Würde natürlich reichen. So, sie geht aber nicht weiter in die Offensive. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall sammeln. Dann muss ich jetzt auch alles nach unten ziehen. Damit werden unsere Einheiten noch mal ein bisschen stärker. So, was können wir hier noch bauen, was uns weiterhilft? Für ein bisschen mehr Mana. Wir können auch ein bisschen, ja, Gold einsparen jetzt für die Einheitenproduktion. Schnappen wir uns hier eher noch mal vielleicht einen Dunkelkrieger. Oder einen weiteren Nachtwächter. Kostet allerdings auch wieder 100. Oder wir geben für einen Riesenpinguin Stufe 2 100 Mana aus. Finde ich auch gut. So, was machen wir mit unserer Hauptstadt? Dann werden wir auch hier ein bisschen Handelswaren erstmal produzieren, Leute, und eher auf Einheiten gehen. Genauso hier. Das kriegen wir in einer Runde fertig, einen weiteren Verfolger. Dann warte ich noch, bis die Heldeneinheit, glaube ich, hier unten ist. Und dann gehen wir eben, ne, Richtung Süden. Wir werden versuchen, sie zu verscheuchen, wenn wir es hinbekommen. Oder sie zu besiegen. Gucken, geht sie in die Belagerung oder nicht? So, was haben wir jetzt hier? Brot und Spiele. In deiner Stadt Orakelburg wird ein Turnier veranstaltet. Wie soll der Sieger dir dienen? Okay, wir können entweder eine Menge Gold bekommen, eine Menge Einberufung, die uns im Moment helfen würde, ne, mehr Einheiten zu produzieren, so schnell wie möglich. Stadtstabilität oder ein Nachtwächter. Das ist aber nur eine Stufe 2 Einheit. Nehmen wir die Einberufung mit. Ja, damit ist der Pinguin auch sofort fertig. So, was hat sie denn jetzt gemacht? Zieht sie sich jetzt wieder zurück, oder? Macht sie gar nichts.
So, Eisengolem ist auch fertig. Was nehmen wir hier als nächstes? Verzauberte Schilde. Würde bei uns aktuell niemand von profitieren. Finde ich auch nicht so stark, ehrlich gesagt, weil es nur Widerstand um 1 erhöht gegen magische Angriffe. Hier können wir ein bisschen unsere Belagerungsfähigkeiten erhöhen. Finde ich auch besser als den Krähenbegleiter. Und dann nehmen wir das Ganze mal mit. Werden wir wahrscheinlich später dann auch mal sehen. So, mehr Mana möchte ich aktuell erstmal nicht ausgeben. Wir könnten jetzt schon mal hier runtergehen mit unserem Herrscher und ihr den Rückweg zerstören, weil sie ist im Moment ja alleine oder ist nur eine Zweierarmee. Und wir haben immerhin eine Stärke von fast 800. Dann machen wir das auch. Die bleibt zur Verteidigung drin. Sagen wir hier, die ziehen wir runter. Jetzt zieht sie nochmal eine 6er Armee hoch, die auch nicht so schlecht ist. So, jetzt sind unsere Einheiten immerhin zusammen. Halten wir sie mal auch lieber zusammen. Was haben wir hier freigeschaltet, Leute? Zwei weitere Sachen. Heldengegenstand, Brustplatte des Champions, sehr, sehr stark. Verteidigung, ne? Plus 20% Schaden bei Nahkampfangriffen. Und gewährt Chance von 20% auf einen kritischen Treffer bei Nahkampfangriffen. Für 150 Imperium werden wir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Was haben wir hier noch bekommen? Minen, gewähren plus 10 Einberufung. Ja, braucht man nicht unbedingt im Moment, von der ist es egal. Nehmen wir auf jeden Fall den Heldengegenstand mit. Und mehr Reichweite, Erkennungsreichweite jetzt für die Städte brauche ich nicht. Dann gehen wir auch direkt auf unseren Helden natürlich. Das ist eine sehr, 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 sehr starke Brustplatte. Meine Güte. Dann können wir einem anderen Helden, der Magierin, nee, die hat ja die starke Robe, dann... Genau. Gehen wir hier drauf. Hatten wir jetzt nicht noch einen über? Ah, nee, ist ja die gleiche. Dann passt das Ganze auch. Dann haben wir eine weitere Brustplatte für den nächsten Helden, der kommen wird. So, jetzt haben wir eine weitere Provinz, die wir annektieren können. Das Problem ist, ich würde jetzt am liebsten im nächsten Schritt eben das alte Wunder mitnehmen, aber das haben wir natürlich noch gar nicht erkundet. Dadurch, dass Carissa uns gerade stört. Ja. Gehen wir trotzdem in die Richtung und nehmen einen weiteren Steinbruch mit. Viel mehr Optionen haben wir gerade nicht, wenn wir sofort davon profitieren wollen. Oder eine weitere Farm. Ich nehme Steinbruch mit. So, wie weit werden wir kommen? Bis da. Die haben ja schon alle gezogen. Nee. Dann machen wir das in der nächsten Runde. So, was hat sie vor? Ist auf jeden Fall sehr aggressiv, sag ich mal. Wir können auf jeden Fall hier hinkommen. So, dann haben wir die schon mal vernichtet. Mal schauen, was sie dann im nächsten Zug macht, weil wir können wahrscheinlich, genau, wir können nicht mehr zu ihr hinkommen. Haben wir das schon mal erledigt. Wir könnten jetzt auch aggressiv in die Richtung gehen. Hier nochmal auf die Stadtübersicht. Weil wir haben ja jetzt eine Menge Gold, dass wir auch wieder anfangen zu bauen. Wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt mehr Einheiten. Können wir jetzt unseren Plan weiterverfolgen. So, hier jetzt Rathaus Stufe 3 in unserer Hauptstadt. Wie sieht es hier aus? Eine dritte Farm kriegen wir eh nicht. Dann werden wir hier die Steinmetzhalle mitnehmen, dass wir danach auch noch mehr produzieren können. Und in der dritten Stadt könnten wir das gleiche eigentlich machen, weil wir da auch keine Farm kriegen werden so schnell. Das wird noch lange, lange, lange dauern.
Ja, dann schauen wir mal, was sie macht. Wahrscheinlich haut sie jetzt doch eher ab, oder? Dann könnten wir vielleicht auch direkt die jetzt verfolgen und die vierte Stadt einnehmen, ne? Eigentlich wollte ich jetzt im nächsten Schritt, Leute, also in der nächsten Folge, ein paar Wunder hier noch einnehmen und noch ein paar andere Einheiten erstmal aus dem Weg räumen. Vielleicht auch hier oben noch das magische Material mitnehmen. Hier das alte Wunder. Aber wenn sie jetzt so aggressiv vorgegangen ist und wir jetzt ein paar Einheiten zumindest von ihr schon zerstört haben, macht es Sinn jetzt, ne, sie zu verfolgen. Wir haben ja auch eine recht starke Armee eigentlich und das Ganze hier unten zu belagern. Ich denke, das ist ein sehr guter Plan. So, das nächste Buch. So Leute, bei dem nächsten Zauberbuch für die Stufe 2 entscheide ich mich, wie gesagt, Buch der Lustbarkeiten wäre auch gut, ich entscheide mich für das Buch des Chaos. Bringt nochmal ein paar extra Schwächungseffekte für unsere Gegner, die dann wiederum dazu führen, dass natürlich unsere Einheiten mehr Schaden machen. So, dann schauen wir mal, was wir hier zuerst nehmen. Am besten vielleicht das hier. Ziel im Umkreis von 2 Feldern erhalten Unglück. Unglück bedeutet einfach, ja, erhöhte Chance auf einen Fehlschlag. Nehmen wir direkt mit. So, dann ziehen wir noch unsere Einheiten. Können wir sie erreichen? So, jetzt haben wir Finsterwacht entdeckt. Ja, die Vasallen von ihr. Können wir sie noch angreifen? Wir können es versuchen, ne? Ja. Dann besiegen wir sie noch dafür, dass sie uns so nett genervt hat in dieser Folge. Wir können jetzt dann natürlich auch nochmal einen weiteren Zauber erforschen. Mal schauen, was wir angeboten bekommen. Bisschen mehr Belagerungsmagie. Das finde ich alles nicht so geil. Entzünden ist eigentlich noch ganz okay. Nehmen wir Entzünden mit. Können wir einen weiteren Zauber erforschen. Verbrennen Handwerkerfestung brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich werde das Ganze, haben wir das Mana? Ja, ein bisschen nochmal durchmischen. Dann kriegen wir ein bisschen was anderes. Verwirrung sehen finde ich auch nicht so schlecht für die Belagerung. Allerdings denke ich, ist mir eine Einheitenverzauberung mal des Unglücks lieber. Ja. So dass die normalen Angriffe von unseren Einheiten eben auch zu Unglück führen bei den Gegnern, nehmen wir das Ganze mit. Was haben wir noch bekommen? Carissa ist jetzt in der Leere, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall freie Bahn oder sollten es haben und werden dann in der nächsten Folge die Finsterwacht einnehmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.